Hier ist Anja und wir gucken uns heute mal ein bisschen die Stadt an. Ich habe nämlich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel gesehen von dem Ganzen, was es hier drumherum gibt. Alles. Oh, hi Billy. Alles, was ich kenne, ist der doofe McDonald's und das Mafia-Zentrum. Und ich meine, das kann es ja auch nicht sein. Ich glaube, Billy wird auch langsam verrückt hier. Bitte, bitte stütze dich nicht aus dem Fenster. Billy, nein. Billy, nein. Wir machen einen Ausflug, okay? Oh, warte, erstmal hat eine Tür geklingelt. Hallo. Oh, hallo, Papagei. Oh, hallo, Papagei. Was machst du hier? Was machst du hier? Gibt's hier einen Zoo in der Nähe? Bist du irgendwo ausgebrochen? Billy, nein! Ausgebrochen? Billy, nein! Was machst du hier? Hallo, du Papagei! Bist du irgendwo ausgebrochen? Billy, Was hast du eine machst du Ahnung, wo hier? der herkommt? Was? Ja, was machst du hier? Ja, was machst du hier? Bist du irgendwo ausgebrochen? Oh, hallo, du Papagei! Okay, weißt du was? Wir gehen einfach los. Der Papagei hält Wir jetzt gehen für dich einfach los! zurück. Wir gehen einfach los, los, los! Flieg wieder. Na, Billy, wir hatten darüber geredet. Du musst deine Aggression unter Kontrolle bekommen, okay? Wir hatten gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Alles klar, lass uns losgehen. Ich hole schon mal den Aufzug. Oh, er ist sogar schon oben. Wie praktisch. Ich bin froh, dass die Leute den Aufzug endlich repariert haben. Okay, lass uns einen Stock höher fahren. Ups, Daisy, das war nicht so geplant. Ich meinte eigentlich einen Stock quasi ins zweite Stockwerk, damit wir da auch einfach vorbeigehen. Dann gehen wir eine kleine Etage mit den Treppen. Sollte ja kein Problem sein. Hier ist wirklich irgendwo ein Zoo in der Nähe gewesen. Ich glaube, Gorillas sind gefährlich. Billy. Roland habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Weißt du, was mit dem ist? Den habe ich ewig lang. Oh, der kleine Kugelfisch. Wasser. Komm unbedingt mit nach draußen. Da draußen ist Wasser. Komm, kleiner Fisch. Billy, zeigst du ihm den Weg? Ich glaube, bei Detlefs Grab müsste noch Wasser sein. Da kann er rein. Wasser. Schafft er das? Kann er so hochspringen? Können Kugelfische so hochspringen an Land? Brauche was? Hier ist Wasser. Ah, das ist gut, meine Stimme. Danke der werten Dame und dieser wunderbar saftigen Residenz hier. Dafür sind wir nicht verantwortlich. Billy, lass uns gehen. Wir haben nichts mit dem Mord dieser Tiere zu tun. Irgendwo muss ein Zoo in der Nähe sein und die ganzen Tiere sind ausgebüxt und. Ich meine. Was ist das? Ey! Billy, schubst du nicht die Treppe runter. Billy, das macht man nicht. Das ist sehr unhöflich. Billy, man schubst niemanden die Treppe runter. Nein. Na, und hör auf mit deiner Und hör auf mit Laserkanone. deiner. Bist du eingebrochen? Oh, ein Papagei! Warte. Nicht in die Lava gehen! Nicht in die Lava gehen! Nicht! Lava gehen! Ist das der gleiche Papagei? Bist du die Leiche von Papagei? Bist du Bist du Geist? die Leiche? Bist du Le ist hier eingebrochen? Ist es ein Geist, Billy? Ist es ein Geist? Du erkennst sowas. Du bist ein Krieger der siebten Galaxis. Ist es ein Geist? Einmal für Ja und zweimal für Nein. Nein. Oh Gott. Ich meine, ich rufe wahrscheinlich einfach mal bei einem Verantwortlichen an, damit er die Sache klärt, aber solange, lass uns einfach mal weitergehen und schauen. Das kann ja auch nicht sein. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Die ganzen Tiere, die sterben alle. Die sind nicht immer in ihrem natürlichen Gehege. Die müssen doch, die können doch nicht einfach in freier Wildbahn überleben. Die sind doch die Zucht gewohnt. Die kennen das doch gar nicht mehr. Die leben doch in Gefangenschaft. Oder, ja, je nachdem. Oh. Billy. Was ist das überhaupt für ein Pferd? Das ist grün. Seit wann sind Pferde grün? Billy, stopp. Du hast ein Problem mit dieser. Okay, weißt du was? Du hast ein Verbot, okay? Du darfst deine Superkraft nicht mehr benutzen, okay? Benutze sie nicht mehr. Es ist gefährlich für dich und für mich und für unsere Mitmenschen. Kaboom! Hi, Detlef. Ausnahme bei Detlef. Baller ihn nieder. Soll er kaputt machen? Baller ihn nieder, was das Zeug hält. Niemand hat es mehr verdient. Als er. Sahne kaputt machen. Scheinbar hat das funktioniert. Das ist ja.
besorgniserregend, aber ein kleiner nächtlicher Spaziergang hat noch niemandem geschadet. Billy, wo bist du, oder? Sehr... Detlef, Sonne niemand... weg. Detlef, warum hast du das getan? Warum würdest du die Sonne kaputt machen? Warum tust du das? Sonne. Ja, magst du die Sonne nicht? Findest du die Sonne nicht schön? Detlef, wärm. Sonne. Nein, du bist nicht die Sonne. Okay, Sonne. Detlef, nein, du bist nicht die Sonne. Okay, scheinbar bist du doch... Detlef, kannst du Detlef. Die Sonne nicht kontrollieren? Was? Wieso kann er das? Wieso geht das? Detlef, wieso? Lass es doch einfach Tag, bitte. Lass die Sonne sein. Detlef, König. Oh Gott. Wo soll das noch enden? Wir können ihn ja nicht mal umbringen, wenn er der König von Nacht und Tag ist. Es ist schlimmer, als ich dachte. Zustand, in dem diese Stadt ist, ist absolut beängstigend, okay? Hier ist nichts normal. Alles, was ich bisher gesehen habe, ist einfach nur verstörend auf höchstem Level. Ich finde es schön, dass wir hier wenigstens auf dem Bürgersteig laufen, damit wir nicht von irgendeinem Auto oder von Detlef überfahren werden auf dem Weg. Hier müssen wir dann auf der Straße laufen. Guten Tag! Ja, möchte ich gegen Artikel 13 vorgehen? Artikel 13? Ja. Artikel 13! Genau. 13, nicht die 12, 14, 13! Ja, was können wir tun gegen Artikel 13? Perfekt, Billy, danke! Billy, aus! Billy, nein. Wir hatten darüber geredet. War das Detlef? Nein. Das war es nämlich nicht. Guck mal, da hinten scheint so eine Art Baustelle zu sein. Kann das sein? Ich frage mich, was hier gebaut wird. Das ist ja so ein Riesen... Nein, Billy! Immer Ärger mit dem. Mitarbeiter gesucht. Okay, wisst ihr was? Ich guck mir das mal an. Ich habe eigentlich einen Job bei McDonald's, aber man kann sich ja immer mal umschauen. Vielleicht sind hier ja normalere Leute. Vielleicht arbeite ich hier nicht komplett mit Verrückten. Obwohl seit Tops den McDonald's übernommen hat, geht es eigentlich ein bisschen geordneter zu. Ich habe keine Nachtschichten mehr. Das ist eigentlich sehr angenehm. Okay, dann lass uns mal schauen, ob hier irgendwo ein Personalchef ist oder der Kamerad hier. Schönen guten Tag. Genau, ich habe hier draußen die Ausschreibung gesehen. Mitarbeiter gesucht. Billy, runter vom Tisch. Genau, die Ausschreibung gesehen. Sind Sie da die richtige Person, mit der ich rede? Oder können Sie mich da an jemanden verweisen vielleicht? Haben Sie? Genau, ja, Sie verweisen mich. Das ist schön. Hier Baustelle, alles klar. Pflanze, hier. Vorsicht, Baustelle. Ja, genau. Hier sind die Spinde, okay. Alles klar, ist hier irgendwie schon was belegt? Kann man da... Sie geben jetzt hier... Ich will mir ehrlich gesagt nur kurz angucken, was die Jobbeschreibung so ist. Ich will hier nicht direkt anfangen zu arbeiten. Ich schätze mal, ich habe hier nicht wirklich eine Wahl. Ich ziehe mich kurz um. Sonst, naja. Hoppala, ich glaube, so machen wir das. Jetzt ist der weg, ne? Egal, ich will es mir trotzdem mal anschauen. Vielleicht ist es wirklich ein guter Job. Ich meine, so ein bisschen körperliche Arbeit hat noch niemandem geschadet. Hier ist ein Bild, was wahrscheinlich meine Arbeit zusammenfasst. Ich weiß nicht genau, was die Maschinen hier tun. Oh, hier ist ein Toaster. Hier ist so eine Art Mitarbeiterraum. Hier ist nämlich schon wieder wer gestorben. Was? Wo ist jemand gestorben? Haha, jeden Tag. Mit dem Krafthammer. Da nehmen wir uns das. Ich will nicht sterben. Der Krafthammer ist nicht... hier, ja, und nicht drücken. Nicht drücken. Wisst ihr was? Ich glaube, ich will drücken. Billy, lass uns drücken. Okay? Ich bin gespannt, was passiert. Was soll schon passieren? Billy, drück du. Ich habe Angst. Billy, drück. Drück den Knopf. Nein. Nicht so, Billy. Nein, stopp. Okay, wir drücken den Knopf. Nein, aber lass uns hier mal umschauen, okay? Hier sind richtig viele Container. Ich glaube, hier ist so eine Art Frachtbahnhof, so wie es scheint. Frachthafen. Hier ist nämlich ein Schiff, wo das ganze Zeug draufgeladen wird. Ansonsten sehe ich hier ehrlich gesagt wenig. Hier ist nur relativ wenig Baustelle. Hier ist ein Hubschrauberlandeplatz sogar. Stell dich mal vor, wir könnten befördert werden. Und dann, Billy, dann sind wir diejenigen, die den Hubschrauber fliegen. Wäre das nicht cool? Siehst du dich da?
Ich sehe mich da. Okay, ansonsten so eine Dampfwalze können wir fahren. Du lieber nicht. Aber theoretisch könnten wir die fahren. Was haben wir hier? Ich weiß nicht genau, was das hier darstellen soll. Wahrscheinlich einfach so ein Anhänger. Genau, das sind alles Anhänger. Hier sind die großen Krans. Ich glaube, da hinten ist schon wieder Detlef. Ich werde verrückt. Detlef! Weißt du... Oh nein, das ist Tops. Tops? Hey, bleib stehen! Tops? Hey. Das ist Billy! Der wird... Billy, bleib stehen! Ich hab dafür bezahlt! Ronja, was machst du denn hier? Ich hab ehrlich gesagt mich nur umgeguckt nach neuen Jobs, weil McDonald's ja immer noch so alleine nicht so das Wahre ist. Aber... Was? Ich wollte mit der Dampfwalze wollte ich den Parkplatz neu machen und so weiter, weißt du so... Oh, du bist der Leiter der Baustelle hier? Nein, eigentlich wollte ich mir einfach nur den Dings auf uns doch holen und so. Weißt du, ich wollte mir den leihen und das ist jetzt nicht meiner, aber jetzt, ja. Schick, steht dir gut. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie kann mir hier niemand wirklich eine Antwort auf Sachen geben. Ja, ich würde da nicht reingehen, aber das muss aufpassen, da ist es echt eklig drin, ne? Geh da besser nicht rein. Okay, ja, ich hätte auf dich hören sollen. Ja, ne? Muss halt aufpassen und... Ja, ehrlich gesagt habe ich auch einen Job gesucht, wo ich vielleicht was für Billy finde, weil der macht mich wahnsinnig, okay? Der ist immer da und der macht nur Müll. Und der lässt sich nicht unter Kontrolle Billy bringen und der hat ein unglaubliches Aggressionsproblem. Dein komischer Katzentier. Koala. Ne? Koala. Ja, okay, Katzentier. Ja, ich hab's verstanden. Ja, genau der. Ach Mensch. Was hier schon mal hier oben? Hier hat man die Aussicht genossen. Das sind ein paar verrückte Vögel, die hier oben immer Mittag essen. Was ist das? Das ist eine Waschmaschine. Oh. Und das sind irgendwelche Typen, keine Ahnung, ich bin hier einfach hergekommen, die waren schon vorne hier drauf. Ja, aber guck mal, die wirken zum Beispiel sympathisch. Die haben das, also guck mal, die erwecken den Eindruck, als ob sie ein entspanntes, normales Arbeitsleben entspannt. Haben. Entspannt. Du willst mir wirklich sagen, die sind entspannt? Ja, finden das nur nicht, die sind entspannt? Nein? Nein. Wieso nicht? ja gut, ne, das ist halt so eine Sache. Fortnite ist das beste Spiel. Kennst du Fortnite? ja. Guck, der ist entspannt. Das ist ein entspannter Kamerad. Schildkrötenmann. Ja. Hi. Ich habe mal eine Ente gegessen. Josef heißt er. Ente soll lecker sein. Ich meine, mit Rotkohl und Klößen. Wenn man Fleisch isst, dann ist das bestimmt schmackhaft. Ja, ich glaube schon, dass das wirklich lecker ist. Oder beim Chinesen. Ich habe früher immer beim Chinesen Ente gegessen. Du nicht? Ich esse nochmal 15a. Ich weiß zwar nicht, was drin ist, aber ich nehme 15a. Okay. Und ja, das finde ich richtig lecker. Das hole ich ab und zu mal so und weißt du, ja. Achtung! Wer bist du? Was ist das? Och nee! Nee. Was? Tops hat sich selbst erschossen? Und mein Billy ist jetzt auch weg? Hallo? Hallo? Tops? Was ist gerade passiert? Okay, stopp. Eben warst du da und jetzt, dann hast du dich selbst erschossen oder irgendjemand, der gar nicht aussah wie du, hat dich erschossen und jetzt hast du einen Anzug an? Was? Ja, was ist, ich wollte dich suchen, was ist mit dir los? Wir haben gerade geredet, wir haben vor 5 Sekunden miteinander geredet. Erinnerst du dich nicht? Ronja, ich habe dich gerade gesucht, du musst arbeiten. Tops. Du warst hier, vor wenigen Sekunden. Wir waren beide hier. Wir sind da hochgegangen zu den beiden Typen, die da was gegessen haben. Der eine hat gesagt, ich mag Fortnite. Guck. Was zur Hölle? Siehst du auch das gerade, was ich sehe? Ja. Bin ich langsam etwas durcheinander. Siehst du? Glaubst du mir jetzt? Ja, aber das ist ein Hochstapler, das bin ich nicht. Ja, aber der sieht aus wie du. Guck mal, der trägt sogar deine Sachen. Ja, nee, ich bin der hat gesagt, er ist hier auf der Baustelle, um sich hier mit der Walze einen Parkplatz zu bauen. Und so jemand wie der hat gesprochen, der redet aber nicht gerade viel. Ja, er hat das aber gesagt. Hier, guck, der hat sogar Ziegelsteine in der Hand. Ja, Zufall? Und? Ich glaube kaum. Ja, ich esse Ziegelsteine. Ja, siehst du? Ja. Mhm. Wer soll das denn sonst sein? Ich glaube, das ist einfach nur ein Faker, tut mir leid, aber das ist einfach nicht... Naja. Gut, ne? Ja. Sie sammelst du alle ein, die Ziegelsteine? Das ist ja schön. Das ist Essen du hast Monat. Gesagt, weswegen bist du hierher gekommen? Warum suchst du mich? Ja, weil du arbeiten musst. Wir haben momentan richtig viel Stress. Irgendwie ist jetzt McDonald's? Ja, weil irgendwie habe ich gehört, irgendwo ist ein neuer Laden aufgemacht worden in einer anderen Stadt.
Oh, okay. Wir müssen halt dafür sorgen, dass wir einfach der bessere Markt sind, verstehst du? Aber dann stell doch bitte mehr Mitarbeiter an. Ich will nicht jede einzelne Schicht alleine machen. Ja, deswegen suche ich ja überhaupt nach einem neuen Job. Du bist die beste Mitarbeiterin, die wir haben. Und die ganzen ich bin die einzige Mitarbeiterin, die ihr habt, außer Detlef. Aber Detlef zählt nicht, weil Detlef einfach immer da ist. Detlef war vorhin auch hier. Detlef war die Sonne. Detlef hatte vorhin Schicht, der hat momentan Schicht. Ja, der ist gerade beschäftigt, die Sonne zu sein. Ja, frag mich das später. Das irgendwie zu erklären, dass irgendwie die Sonne gewechselt hat? Irgendwie. Okay, Was ist überhaupt da oben? Ist das Detlef? Detlef, geh zurück zur Arbeit. Du musst arbeiten, Detlef. Nein, bitte spring. Nicht. Ich werde nach ihm suchen. Ich muss ihn zur Arbeit schicken. Das heißt, McDonald's ist alleine. Oh mein Gott, ich muss los. McDonald's ist alleine. Kümmer dich drum. Ich guck mich hier noch kurz um und dann komme ich nach, okay? Meine Schicht hat eh noch gar nicht angefangen. Ich weiß gar nicht, was er jetzt hier möchte. Ich kann ja nicht jede zweite Schicht übernehmen. So funktioniert das nicht. Ich meine, da muss ich vorher informiert werden. Da brauche ich vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr Mitarbeiter. Das kann ja auch nicht sein. Okay, wisst ihr was? Die Baustelle hier wird gruseliger und gruseliger. Ich weiß hier nicht, was los ist. Tops war irgendwie 5-mal da. Jetzt ist, keine Ahnung, jetzt ist keiner mehr da. Ich weiß nicht, wer jetzt der Echte war. Ich glaube, der Letzte hier im Anzug war eigentlich der Echte, aber wer waren die drei anderen? Wo kamen die denn her? Warum waren die da? Ich weiß es doch auch nicht. Jetzt, und Billy ist auch weg. Es wird mir hier zu blöd. Ich verkrümel mich hier. Hallo? Hast du meine Suppe gegessen? Ich habe deine Suppe nicht gegessen, aber ich habe hier einen leckeren Hamburger. Wie wär's denn? Linsensuppe. Die Linsensuppe. Oh, hier vielleicht einen leckeren Linsensuppe. Burger. Das kann ich nicht essen, das ist zu fest. Das ist zu fest. Ich habe keine Linsensuppe. Hören Sie. Ich würde Ihnen ja gerne helfen. Ich habe hier noch. Junger Herr, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Können Sie mir sagen, wie man gut Mittagspause macht? Nein? Okay, dann gehe ich jetzt wieder. Alles klar. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Und ich mache hier eine Abkürzung durch den Parkplatz, weil ich will nicht länger als absolut nötig auf dieser Baustelle sein. Das wird mir hier zu bunt. Das kann ja auch nicht sein. Das ist übelst gefährlich da. Und ich glaube, der McDonald's ist tatsächlich ein guter Job, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber der McDonald's ist ein Job, bei dem arbeite ich einfach gern. Es ist nun mal so. Das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und einen Kommentar und schaut euch unbedingt die anderen Alltag-Folgen an. Bis nächstes Mal. Tschüss!